Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ja, heute gibt es meinen Leserückblick für den Januar 2019. Das ist ja der erste des neuen Jahres. Aber es ist ja wirklich so, es ist der erste Leserückblick des neuen Jahres. Ja, ich habe sage und schreibe 4 Bücher und 2 E-Books gelesen. Und die möchte ich euch jetzt auch gerne vorstellen. Das Ganze hat 1863 Seiten gemacht und im Durchschnitt pro Tag habe ich 60 Seiten gelesen. Also das muss ich bei den Sachen sagen, ist eigentlich sehr toll. Es ist ein Buch, was ich jetzt beendet habe, also was ich eigentlich letztes Jahr angefangen habe zu lesen und jetzt beendet habe. Und ja, die 2 E-Books, das sind von Irene Bow, das Königreich der Träume, Sequenz 1 und 2, haben beide von mir 3 Sterne gegeben. Ich habe denen 3 Sterne gegeben und sie haben 3 Sterne von mir bekommen. So. Ja, ich hatte das erste Mal runtergeladen gehabt, weil das umsonst war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es immer noch umsonst ist. Wenn, kann ich es euch gerne in den Link gerne verlinken, was ich so oder so ja mache. Aber ja, ich werde auch nicht weiter das zu rezensieren, nicht zu jeder Sequenz. Ich habe das den ersten Teil rezensiert, den verlinke ich euch gerne natürlich da oben im i. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Irene Bow ist eigentlich eine sehr tolle Autorin, mit der ich auch mich schon sehr oft unterhalten habe, per Instagram oder per Facebook. Aber irgendwie kann mich im Moment Königreich der Träume nicht so faszinieren. Ich bin mal gespannt, wie der dritte Teil wird. Ja, dann hatte ich letztes Jahr irgendwie keine Lust, das Buch weiterzulesen. Und zwar Bartimäus, das Auge des Golem von Jonathan Stroud. Ich hatte in der Mitte aufgehört und jetzt aber im Januar weitergelesen. Und somit eben auch das beendet. Ich musste bei der Rezension erstmal überlegen, worum es jetzt am Anfang wieder geht, weil ich habe das letztes Jahr durch Lockwood & Co. gar nicht weitergelesen. Und dann die ersten 300 Seiten wollte ich nicht nochmal lesen. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das Band hat 3,5 Sterne bekommen von mir. Ich glaube, diesen Monat habe ich eher so 3 Sterne. Dann habe ich von die 3 Fragezeichen, die blutenden Bilder, von wem ist denn das? Von Kari Erlhoff gelesen. Ich finde es als Hörbuch ein bisschen besser als Buch, weil komischerweise, ich bin eben an das Hörbuch gewöhnt. Ist halt so, aber es hat es trotzdem nicht schlecht gemacht. Da habe ich mir jetzt leider nicht notiert. Ich denke aber mal auch so, das waren 3 Sterne. Ja, dann habe ich eine Reihe begonnen, die ich eigentlich auch hätte gleich beenden können wieder. Und zwar habe ich von Thomas Thiemeyer das verbotene Eden Erwachen und das verbotene Eden Erkenntnis gelesen. Der erste Teil hat von mir 5 Sterne bekommen, der zweite Teil hat von mir 4 Sterne bekommen. Ist auch wirklich eine sehr, sehr tolle, ich denke mal eher Dystopie, weil es hier eben darum geht, dass die Welt 2070 nicht so prunkvoll ist, wie man erhofft hat, sondern eher, ja, man sich selbst wieder in das tiefste Mittelalter katapultiert hat da. Und ja, mehr dazu werdet ihr natürlich auch in der Rezension dazu erfahren. Der erste Band, den habe ich schon rezensiert zu der Zeit, der zweite wird dann noch folgen. Ihr müsst halt nur gucken. Und ich kann euch sagen, der
zweite Teil hat einen miesen Cliffhanger. Also wenn ihr unbedingt diesen Cliffhanger, wie bei mir jetzt, eben nicht haben wollt, holt euch Teil 1 bis 3 und lest es sofort weiter. Also es ist auch wirklich so, man will wissen, wie es weitergeht, und es hat so ein bisschen, ja, bisschen so was von These Broken Stars. Im ersten Teil geht es um David und Yuna, im zweiten Teil geht es um Gwen und Logan. Im dritten Teil geht es um Benedikt und Magdalena, beziehungsweise um Ben und Magda. So heißt, glaube ich, der letzte Teil. Bei mir, ich habe die in Taschenbuch, deswegen heißen die anders. Ja, ich fand den Einstieg eigentlich schon sehr gut. Ich hoffe, ich lande nicht wie letztes Jahr in eine Leseflaute. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr so gelesen habt schon. Ob das mehr war, ob das weniger war, was eure Vorsätze sind und so. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin für immer alles offen. Ciao!